Hey, ihr quietschigen Kastanienmenschen, ich bin der Bruger und ihr seht hier die Demo zu Post-Trauma, einem Spiel von einer Person entwickelt. Und das sind übrigens die Leute, die mich monatlich supporten. Unter anderem Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Dinok XEX, Drake 93, Onkor 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Cardi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Seguian Fantan, Simi Rizzi, Simon Kaiser, Sir Lisolotte, The Phoenix, Torferde, Troop 2222, TVD Mr. Wayne, Wutzli, X-Rock und ZX94. Bin ich. Und jetzt auch. Und hier bin ich, Leute. Hier ist meine Facecam. Schönen Dank erstmal an die Supporter und alle anderen, die immer schön fleißig liken und kommentieren, weil das ist genauso wichtig wie Kanalsupporter für mich gerade im Moment. Es sind ja heute ein paar abgesprungen, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mal in die Kanalunterstützer-Option schauen und mich gerne auch supporten. Da ist ein Padlock hier. Willst du es versuchen zu öffnen? Übrigens, das hier, habe ich gerade schon gesagt, ist von einer Person entwickelt worden und kommt jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch raus auf Steam, ich weiß es nicht, aber es wird schon als das neue Silent Hill gehandelt. Und für eine Person, für die Arbeit von einer Person, ist das hier schon der Wahnsinn, glaube ich. Da ist ein Padlock, ja. 5 Stellen, oha, das ist gar nicht so leicht. Also, das ist eine 1, dieses Dreieck. Vielleicht sollte ich mal hier nach Codes, nach Hilfen Ausschau halten. Ja, ganz schön proper der junge Mann hier, ne? Was? Back Delays, ja. Denn hin, sag mal. Ah. Seltsam, aber nichts von Interesse hier. Warte mal, ich würde das mal aufschreiben, dieses Dreieck. Das ist schon mal eine 1. 1. Weiß ich nicht. Man kann es nicht mal richtig lesen, was da steht. Die Schrift sieht irgendwie sehr, sehr verwirrend aus und überlagert. Vielleicht soll ich nach Hilfe fragen. Immerhin hat es die Tür. Ist das normal mit diesem komischen Effekt hier? Warte mal, kann ich das vielleicht. Oh Leute, ich habe mir die Hair-Physics angemacht. Also, wie es aussieht, ist das hier alles normal. Was? Schon wieder eine Werbung. Scheint auch nicht wichtig zu sein. Born Ready steht unten. Alles, was man lesen kann, so ziemlich. Es gibt Hair Physics in diesem Spiel. Die Zeitung ist von vor 13 Jahren. Das Wegdrücken ist der Sound. Ich dachte, da ist irgendwas auf dem Dach hier. Oh, warte mal, der Plan, da sieht man doch schon die Zeichen. Quadrat, Dreieck, X und ein Kreis. Haha, die PlayStation-Symbole, ne? Ist ja witzig. Ist ja witzig. Hm, da kann ich durch, wenn ich krieche. Warte mal, kann ich denn kriechen? Run, Attack, Move, Interact, Look, Crouch. Ah ja. Ich mal mir das mal auf hier, so. Also wir haben dieses Quadrat. Wir haben ein normales Dreieck. Wir haben einen Kreis, wir haben X. Und dieses nicht ganz geschlossene Dreieck. Das ist die 1. Und die anderen Symbole müssen wir erst noch finden.
Da ist eine Taschenlampe. Willst du sie aufheben? Zigaretten. Ich rauche nicht, aber es ist immer gut, einen Conversation Starter zu haben. Haha. Wie kann ich denn Flashlight? Achso, nach oben. Der sieht echt gut aus für ein Ein-Mann-Projekt. Das ist ein Gesicht. Das könnte ein luzider. Das muss ein luzider Traum sein, der sich in einen Albtraum verwandelt hat. Das kann nicht real sein. Boah, ist das krass. Was? Asylum 5-2, warte mal. Also, ich schreibe mir mal auf Violett. 2, Rot 5. Das ist bestimmt wichtig für den Code hier. Okay. Seht ihr was? Ne. Das ist verstörend. Ist das verstörend, Mensch? Ah ja. Also X. Warte mal. Jetzt muss ich rauskriegen, was der Grüne bedeutet. Also, warte mal, grün und hellblau schreibe ich mir noch auf. Grün, hellblau. So. Und das Quadrat ist rot und grün. Das Dreieck ist hellblau. Der Kreis ist, oh Gott, violett und grün. Und das X ist violett und rot. Das ist eine 7. Das X ist eine 7. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt komme ich in Geräusche hier. Wieder in der Zeitung was von vor 13 Jahren. Hier muss noch ein Plan sein irgendwo. Hier. Ah ja. Grün ist 4, hellblau ist 1. So, das Dreieck ist 1, rot und grün sind 9, violett und grün sind 6. Das heißt, der Code ist 91671. Das haben wir. Ah, ich bin so gut. Die Demo ist jetzt so schön. Oh! Wahrscheinlich schon vorbei. Okay. Nailed it. Oh Leute, hoffentlich ist die Demo nicht vorbei. Dann hätte ich es jetzt in Rekordzeit vielleicht sogar, weil ich habe schon gelesen, so eine Stunde soll es gehen. Monsters are afraid of the dark. Was? Others are afraid of you. Bitte was? Some monsters are afraid of the dark. Und manche haben Angst vor dir. Jetzt leben wir hier unseren ganz persönlichen Albtraum. Vielleicht sind wir auch ein Monster, wer weiß. So wie James, ne? James Sunderland in Silent Hill 2. Also darüber könntest du eine Doktorarbeit schreiben übrigens. Total geil. Erstmal dahin, wo das Vieh nicht herkam. Dankeschön. Die Maschine nutzt eine Währung, die ich noch nie gesehen habe. Steckt was in der Wand? Aus wie ein hölzerner Arm, der einen Schlüssel in der Hand hat. Willst du ihn nehmen? Ein hölzerner Schlüssel. Von der anderen Seite verschlossen. Leute, ich freue mich hierauf, wenn das rauskommt, ne? Es wird auf jeden Fall mein neues Lieblingsspiel, glaube ich, für eine Zeit lang. Gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Ich fasse besser keine elektrischen Komponenten an, weil ich nicht muss.
verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Hölzerner Schlüssel, so, so. Der nicht abbricht. Wie heißt der Film mit Daniel Radcliffe? Die Flucht aus, müsst ihr gucken. Ein sehr, sehr guter Film. Sauerstofftanks, aber sie scheinen leer zu sein. Ja, das ist eine Axt. Sie ist fast schon kaputt, aber vielleicht sollte ich sie nehmen. Damit haut der zweihändig zu. Das ist eine kleine einhändige. Egal. Das mit dem Umgucken und die Kameraperspektive ist so cool. Ich würde nur gerne ohne diese Streifen spielen. Das wäre... Das ist ein bisschen verwirrend. Holz ist verrottet. Was denn? Kunst. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber... oder ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob das Vandalen waren, die das verunstaltet haben. Das sind drei Statuen, die... Also Büsten. In der Mitte hat keinen Kopf. Ah. Sieht aus wie der einzige Ausgang, aber jemand oder etwas ist darin. Und weint und sieht mich an. Es läuft auf Händen. Ach. Das ist geil. Das ist eine Goldmünze. Vielleicht sollte ich sie aufheben. Das ist erschreckend, Leute. Ich glaube, das sind Sauerstofftanks, aber auch die sind leer. Hat aber ganz schön viel Ausdauer. Also mir gefällt das richtig gut. Richtig, richtig gut. Das ist schon geheimnisvoll alles. Man weiß nie, ob da jetzt noch ein anderer zukommt und mich platt macht. Was für eine Goldmünze. Ich hab sie von der Katzenstatue. Vielleicht kann ich sie irgendwo benutzen. Ah, Sculpture Head. Wow, der war da drin. Ach komm. Was ist inside the vending machine? Also man kann jetzt gerade nicht wirklich von Rätseln sprechen. Ich denke mal, das kommt dann noch, ne? Oh, ich sehe aus, Leute, meine Haare. Ich sehe aus wie so ein Pudel. Ich gehe diese Woche wieder zum Friseur, keine Sorge. Ich habe da einen richtig coolen Friseur gefunden. Richtig nette Jungs. Ist ein türkischer Friseurladen und die wollen gerade mal 20 Euro für Bart und Haare. Meine Güte, ist das günstig. Richtig cool. So. Hat sie vielleicht jetzt immer noch Angst? Die ist weg. Das Licht anmacht, kommt sie dann wieder? Ne, sie ist weg. Tür ist auf. Ja, deswegen ist sie wohl weg. Oh, ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, Leute. Das gefällt mir extremst. Da sind einige Mannequins drin. Einige von ihnen, oder einer von ihnen ist mit Blut bedeckt. Die sehen aber auch sehr sexy aus, diese Mannequins. In langen Ohren und leuchtenden Augen. Ich finde das halt total geil. Bisher kamen ja immer nur die ganzen Spiele von Konami. Ich meine, klar, es halt Hill waren nicht immer dieselben Entwickler hundertprozentig, aber ich finde ja generell so ein neuer Ansatz auch mal ganz geil. Muss ja nicht immer alles Silent Hill aussehen, aber so der Look generell, das Look und Feel. Was macht das Ding hier? So eins habe ich auch, ist total nervtötend. Manche entspannt's ja. Und Perpetuum Mobile. Wie die Dinger heißen. Ja, das hier zum Beispiel, dass nicht alles so verrottet aussieht, sondern einfach nur blutig und voller Tentakel. Voller Därme. Das ist schon
Oha. Fotos von europäischen Architekturstilen. Meine Tochter hat mir die Unterschiede erklärt, als sie noch jung war. Okay, aber er sieht jetzt auch gar nicht so alt aus. Verschlossen. Registration. Oh Gott, guck mal, der Störeffekt. Alter. Okay, also der Störeffekt ist immer da, aber der wird schlimmer, wenn irgendwas Fieses kommt, hä? Cool, da liegt eine Leiche auf dem Boden. Oh, ich crave dieses Spiel so sehr. Natürlich, dieser ist komplett. Ja. Ich denke, das ist ein Kunstwerk. Der Name des Künstlers ist darunter. Was? Aliena Ryu. Ist? Aliena Ryu. Sieht schick aus. Sieht aus wie ein toter Körper. Zumindest bewegt er sich nicht. Sollte man annehmen, dass er dann tot ist, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Ein Herz? Oh. Hier ist ein bisschen Blut. Da hat irgendwas geplatzt. Das Schloss ist kaputt. Für eine Personenarbeit. Das? Generator? Generator scheint in guter Verfassung zu sein, aber natürlich ist kein Benzin drin. Guck die mir nach. Das Tor ist verschlossen, aber mit diesem Ding auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es öffnen will. Oh ja, die guckt mir nach, ne? Ja, tack, 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 tack. So eine Art Weeping Angel, du ekelhaftes Vieh. Die Maschine hat keinen Strom. Oh, hier ist ein Kanister. Was? Dasselbe Symbol wie zuvor. Nichts Nützliches. Locked. War sie hier gerade wieder, die Frau? Oh. Einige Kühlkeits, aber die sind leer. Mit denen hier? Oh, ich find's geil, wie es mir die ganze Zeit nachguckt, so ekelhaft. Richtig gut, Leute, ich bin echt geflasht. Ah, hier ist eine andere Münze aus Silber, ich sollte sie auch nehmen. Alles gut. Können wir nochmal zurück jetzt in Kürze? Oh nein. Aha, sie gibt mir einen grünen Stein, soll ich ihn nehmen? Okay. Wette, ich finde da jetzt einen Fuel Tank drin, oder? Noch hinterher guckt, ne? Widerliche. Ja, gut, dann. Also, wie gesagt, der Look und das Feel ist schon mal. Oh. Ich lieb's. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Vergiss das mit dem Zurückgehen. Ich weiß nicht, mit was es locked ist, ne? Was mach ich da mit dem grünen Stein? Eine Münze, die ist aus Silber und ein grüner, ein einfacher Stein. Grün angemalt. Triple Stone Painted Green. Was mache ich denn jetzt? Einen grünen Stein haben.
So eine Kippe? Das ist eine Fluppe. Werde ich muss irgendwo hier Benzin herkriegen, was bitte? Ein weiterer Schlüssel. Der Arm hat jetzt mehr Blut. Soll ich ihn nehmen? Ja. Registration Key. Ah, alles klar. Also Kämpfe aktuell gibt es ja keine so wirklich. Aber ich bin mal gespannt drauf. Habt ihr gesehen, am Anfang da stand ja auch, der Typ arbeitet jetzt ein paar Monate erst an dem Spiel. Also wenn er erst ein paar Monate hieran arbeitet, was kann dann daraus werden, wenn er ein Jahr lang Zeit hat vielleicht? Ein Meisterwerk, glaube ich sogar. Jemand hat hier gelebt. Das Problem ist halt immer nur bei sowas, die Spiele sehen vielleicht gut aus, aber ich hoffe, die Story ist auch gut, ne? Da ist eine Notiz. Trauer der Blutigen. Save your bro. Oh. Ja. Ja. War mit. Ja, die Bloody One war nett zu uns. Die restlichen waren ziemlich böse zu ihr, ne? Auch. Und die haben uns ein bisschen Angst gemacht hier, die Viecher. Aber ich hoffe mal, dass wir noch einen Kampf zu sehen bekommen, bevor die Demo vorbei ist. Tür ist auf. Das ist ja schön. Warte, jetzt können wir den Automaten. Hallo? Oh! Alter. Oh, ich muss mich erst ausruhen. Sie hat mich getötet. Ich dachte, es ist andersrum. Was? Hä? Sind seine Haare irgendwie struppiger geworden? Was ist los jetzt? Ich höre keine Sounds mehr. Leute, ich muss mal ganz kurz noch mal ins Fenster klicken.